Crunchyroll veröffentlicht eine Top-Harem-Serie unzensiert. Außerdem schnappt sich der Anbieter auch diesen Monat wieder viele Anime. Und heute gehen wir sie alle durch. So erscheinen auf Crunchy aber nicht nur Serien mit deutschen Untertiteln, sondern sie haben auch bei vielen eine deutsche Synchro hinzugefügt. Auch das werde ich natürlich erwähnen. Wie immer gilt, wenn ich mehr zu Crunchyroll machen soll, dann like das Video und schau bis zum Schluss, dann weiß ich, dass es dir gefällt. Doch um all die Anime schauen zu können, brauchst du Holy, der Energy Drink ohne Zucker in Pulverform. Nie wieder schwere Getränkedosen schleppen. Einfach Pulver sich liefern lassen, mit Wasser mixen und fertig ist da. Du kannst auch ohne Probleme die Nacht durchmachen und Anime nach Anime nach Anime schauen. Denn nicht vergessen, bald beginnt die Winterseason und da erhalten viele Anime eine Fortsetzung. Also hol schnell die vorherigen Staffeln nach. Holy ist auch das perfekte Geschenk für deinen Kumpel. Denn stell dir einfach mal vor, der schläft mitten im Film ein. Und du willst ihn natürlich nicht wecken. Aber dann fängt er auch noch laut an zu schnarchen. Um das zu verhindern, schenk ihm doch einfach Holy. So gibt es da auch eine besondere Aktion. Ab einer 40-Euro Bestellung erhältst du eine Weihnachtskarte, ab 80 Euro eine Weihnachtskugel und ab 120 Euro sogar ein 20 Euro Geschenkgutschein. Außerdem gibt es zwei limitierte Weihnachtssorten. Einmal Bratapfel und dann noch süße Pflaume mit Zimt. Die gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Also schlag schnell zu. Außerdem haben sie auch Probierpakete. Wenn du also unschlüssig bist, dann nimm doch das. Benutze als Neukunde den Code KAISEN5 für 5 Euro Rabatt und als Bestandskunde den Code KAISEN für 10% Rabatt. Vielen Dank an euch und Holy für die Unterstützung meines Kanals. Nun aber zurück zum Video. Legen wir dann gleich mal actionreich los mit Betum. Den konnte man ja, glaube ich, schon mal bei Crunchyroll streamen. Jetzt ist er aber wieder verfügbar und zwar mit deutscher Synchro. Wer also den Anime immer noch nicht gesehen hat, sollte da mal reinschauen. Kurz erklärt, worum es geht. Und zwar, alles beginnt damit mit unserem Protagonisten, der zockt ein Spiel. Das ist so ein Battle Royale mäßiges Call of Duty Spiel. Nur halt, dass man jetzt nicht mit einer Knarre unterwegs ist, sondern dass man halt Bomben hat. Und diese Bomben muss man dann halt möglichst gut legen bzw. gut werfen, damit man halt den Gegner besiegt. Unser Protagonist ist natürlich darin sehr gut. Das große Problem ist nur, irgendwann wacht er auf einer Insel und dann muss er das Spiel in echt spielen. Er trifft relativ schnell auf die nette Himiko und gemeinsam schließen sie sich jetzt halt zusammen, um halt von dieser Insel zu entkommen. Das Problem ist nur, die einzige Möglichkeit, um von dieser Insel zu entkommen, ist es, genug von diesen Diamanten zu sammeln. Und diese Diamanten, wie man sehen kann, sind in den Körpern der Leute. Das heißt, man muss diese eigentlich umbringen, um dann halt genug zu sammeln und um dann von dieser Insel entkommen zu können. Ob sie das schaffen oder nicht oder welche Möglichkeiten sie finden, um diese Diamanten zu finden, da solltet ihr mal selber reinschauen. Ist eine super Serie, mag ich sehr gerne. Das große Problem ist nur, und das muss ich leider sagen, du musst danach den Manga lesen, weil das Ende ist wirklich nicht zufriedenstellend. Also da musst du wirklich mit dem Manga weiterlesen, aber nun, ist halt schade. Wäre schön, wenn er mal irgendwann eine zweite Staffel bekommt, aber damit würde ich ehrlich gesagt nicht mehr rechnen. Das ist schon ganz schön lange her, seit der Anime erschienen ist. Beziehungsweise Madhouse ist ja eh nicht dafür bekannt, dass die eine zweite Staffel machen. Actionreich bleibt es bei Cabaneri of the Iron Fortress. Diese Serie kann man jetzt nicht nur mit deutschen Untertiteln, sondern auch mit deutscher Synchro streamen und auch die Zusammenfassungsfilme kann man schauen, auch mit deutscher Synchro. Die Zusammenfassungsfilme sind so lang, dass du dich wahrscheinlich sogar entscheiden kannst, ob du die Serie schaust oder die Zusammenfassungsfilme, je nachdem, worauf du mehr Bock hast. Ob du dir denkst, ja, ich finde Filme irgendwie cooler oder ich finde eine Serie cooler vom Aufbau her, musst du selber entscheiden. Das ist aber nicht der Film, den es bei Netflix gibt. Das ist wieder was anderes. Kurz aber mal erklärt, worum es da geht bei Cabaneri of the Iron Fortress. Der erinnert nämlich ziemlich an Attack on Titan, kommt auch vom selben Studio. Der Anfang ist auch fast identisch. Also um die Stadt in Cabaneri of the Iron Fortress gibt es auch eine riesige Mauer. Die schützt aber nicht vor Titanen, sondern vor Zombies. Und diese schaffen es irgendwie, diese Mauer zu überbrücken. Denn ein Zug entgleist und so weiter und so fort. Große Explosion, bum bum. Und dann kommen die Zombies in die Stadt. In der Zeit schafft es unser Protagonist, eine Waffe zu entwickeln, um diese Zombies zu besiegen. Denn die haben nämlich eine recht starke Rüstung. Und unser Protagonist schafft es halt, eine Waffe zu entwickeln, um da halt durchzukommen durch diese Panzerung. Und mit der guten Mumei zusammen, die ziemlich badass unterwegs ist, trotz ihres Alters, versuchen sie jetzt gegen diese Zombies zu kämpfen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist eine super Serie. Wie gesagt, erinnert sehr an Attack on Titan, aber das sollte man eher positiv sehen. Also, ich glaube, die meisten haben Bock auf so altbekannte Attack on Titan Action. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist eine super Serie. Sollte man sich gönnen. Auch mit My Hero Academia geht es weiter mit der Synchronfassung. Das will ich nur kurz mal erwähnen, denn man konnte ja lange Zeit nicht die komplette 5. Staffel mit deutscher Synchro schauen, obwohl schon die Synchro für die 6. Staffel angefangen ist. Das ist immer so das Problem, wenn man sich halt Zeit lässt mit der Disc-Veröffentlichung beziehungsweise auch vielleicht von Japan die Vorgabe bekommt. Jetzt sind wir hier bei 113 bei der
der Episode und es geht bei Staffel 6 dann los mit Episode 114. Yes, yes. Also man kann jetzt komplett My Hero Academia mit deutscher Synchro bei dem Anbieter schauen. Wer also darauf gewartet hat, beziehungsweise halt noch nicht die 5. Staffel zu Ende geschaut hat, der kann das jetzt machen und dann mit der 6. Staffel weitermachen. Da wird dann wöchentlich eine neue Folge veröffentlicht auf Deutsch. Bekommt ja einen Simuldub, genauso wie er dann mit deutschen Untertiteln veröffentlicht wird. Ein interessanter Film ist dann wieder Origin. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich von diesem Film immer nur das K-Visual gesehen habe, immer nur das eine Bild. Aber jetzt habe ich mir als Vorbereitung für dieses Video dann doch mal den Trailer angeschaut und der war richtig cool. Also allein schon die Musik war Hammer und die Story ist irgendwie schön abgedreht, denn in diesem Film will man nämlich aus irgendwelchen Gründen den Mond besiedeln, beziehungsweise auf dem Mond wieder Natur herstellen, einen Wald pflanzen. Dieses Experiment geht jedoch vollkommen schief und dadurch explodiert der Mond. Das Problem ist nur, die Samen, die man da gepflanzt hat, sind jetzt nicht nur auf dem Mond, sondern die fallen dann auf die Erde und somit wird auch die Erde zerstört und jetzt muss die Menschheit gegen die Natur kämpfen. Klingt abgedreht, sollte man aber vielleicht mal reinschauen. Hat, glaube ich, noch fast keiner diesen Film gesehen. Vielleicht wurde er regelmäßig mal bei Super RTL ausgestrahlt. Vielleicht habe ich das nicht mitbekommen, kann sicherlich sein. Schreibt das gerne mal rein, ob ihr diesen Film gesehen habt. Aber ja, sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Kann man sogar kostenlos bei dem Anbieter schauen. Also wer kein Abo bei Crunchyroll hat, kann man da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Schön entspannend dann wieder ist Laidback Camp. Und da will ich auch nur mal kurz erwähnen, dass man jetzt die ganze Serie bei dem Anbieter streamen kann und besonders auch den Film. Den Film kann man mit deutschen Untertiteln jetzt schauen, geht sogar 2 Stunden. Wer also eine entspannte Serie übers Campen im Winter sehen will, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist fantastisch. Yes, yes. Magisch wird es dann wieder in Magic Kaito und nicht 1412, sondern halt die ursprüngliche Serie. Die kann man jetzt mit deutscher Synchro und OMU schauen. Ich fand ja 1412 ehrlich gesagt nicht so gut. Ich muss mal in diese ursprüngliche Serie reinschauen, ob die mir besser gefällt. Aber ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Natürlich im gleichen Universum spielt Detective Conan und da geht es jetzt weiter mit der HD Remastered Version. Da sind wir jetzt bei Folge 64. Ich glaube, vorher nur bis 33 ging das. Das wird dann jetzt immer ergänzt. Also ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist super natürlich. Wichtig und richtig. Kommen wir dann jetzt zu ein paar Kurzfilmen, die wir kurz mal durchgehen. Und zwar wäre da Fumikos Confession. Geht auch nur 2 Minuten. Ist ein komplett überdrehtes Liebesgeständnis. Schaut da mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann wäre da noch Wayne Town über eine ganz besondere Stadt im Regen. Kann man sicherlich auch mal reinschauen. Geht nur 9 Minuten. Und dann der längste Film in Anführungsstrichen 17 Minuten. Sunny Boy and Dewdrop Girl. Das Besondere ist, die kommen alle vom selben Regisseur. Und zwar Hiroyasu Ishida. Und den kennt man vielleicht durch aktuelle Filme wie Drifting Home um ein Schnurrhaar oder der Penguin-Film Penguin Highway. Deswegen, also schaut da mal rein, wer diese Filme mag. Die gibt's eigentlich bei Netflix, aber seine alten Filme, diese Kurzfilme, die kann man jetzt bei Crunchyroll streamen. Also schaut doch da einfach mal rein. Was ganz verrückt ist dann wieder, ist Gull and Dino. Da geht es nämlich darum, dass ein Dino zu einer Gull kommt und dann in ihrem Zimmer lebt. Aber nicht nur das ist besonders, sondern das ist auch so eine halbe Live-Action-Serie. Also teilweise wird das dann mit echten Schauspielern umgesetzt und mit einem Typen, der in einem Dino-Kostüm steckt. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, ist klar. Glaube ich ganz nett. Ich weiß, niemand wird da reinschauen, aber wer sich denkt, ich will mal was ganz Verrücktes sehen, kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Actionreich ist dann wieder Isetta, die letzte Hexe. Diese Serie empfehle ich ja sehr gerne. Die kann man jetzt mit deutscher Synchro bei dem Anbieter schauen. Erinnert ziemlich an Tanya the Evil, nur dass unsere Protagonistin nicht so durchgeknallt ist wie Tanya, aber auch eine Hexe ist und eben jetzt ihr Land verteidigen muss. Diesmal greift aber Deutschland an und sie muss halt ihr kleines Land verteidigen gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Ob sie das schafft mit ihren magischen Fähigkeiten, das müsst ihr schon sehen. Selber herausfinden. Kriminell, aber auch actionreich ist dann wieder Double Decker. Was ein Name. Dieser erinnert wahrscheinlich manche an Tiger and Bunny, denn kommt vom selben Charakterdesigner. Also wer das Charakterdesign aus Tiger and Bunny aus irgendwelchen Gründen sehr gerne mag, der sollte auf jeden Fall auch mal in Double Decker reinschauen. Nicht wirklich empfehlen kann ich dir Robi Hachi. Das ist so eine typische Serie, die man einfach von Wackernim rübergeholt hat. Ist so eine Sci-Fi-Comedy-Serie. Weiß ich nicht. Ich finde es am Ende gut, dass Crunchyroll es versucht, möglichst viele Anime von Wackernim rüberzuholen.
wollen. Ob man sich davon jede Serie natürlich anschauen muss, ich glaube es eher nicht. Aber ja, ist schön, dass man sie dann doch streamen kann. Auch keine Ahnung, ob der gut ist. Pandora in the Crimson Shell, Gast Uhren. Vielleicht, wer süße Mädels mag, kann man vielleicht mal reinschauen. Aber sonst weiß ich nicht, ob man den dann wirklich empfehlen kann. Überdreht Comedy-mäßig ist dann wieder Chio School Road. Dem würde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ist immer schwierig abzuschätzen für euch, ob ihr diesen Comedy-Anime mögt oder nicht. Ist auf jeden Fall gut bewertet. Da müsst ihr mal selber reinschauen, weil Witz logischerweise ist relativ subjektiv. Deswegen gönnt euch da mal zumindest die erste Folge. Dann wisst ihr auch, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Dann kommen wir hier zu Strike Witches, ein Spin-Off Joint Fighter Wing Takeoff. Es gibt überraschend viel auch bei Crunchyroll zu Strike Witches. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Man muss sich nicht alles von Animoon kaufen. Kommen wir dann jetzt zu einer ganz besonderen Serie und zwar Saiyuki Reload Blast. Da will ich nämlich kurz mal erklären, wie das Ganze zusammenhängt, denn das ist nämlich die Fortsetzung hier. Wir sind mal wieder bei Anisearch unterwegs. Saiyuki Reload Blast. Nämlich eine Fortsetzung von einer Serie, die 5 Jahre später erschienen ist. Nämlich Saiyuki Reload Zeroin erzählt scheinbar die Vorgeschichte und die wurde wiederum von KSM veröffentlicht und die kann man jetzt bei Aniverse streamen. Das ist so eine typische Serie, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die hat man wahrscheinlich sich nur geschnappt, um einen zusätzlichen Simulcast zu haben. Ob das am Ende was bringt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, KSM. Das sollte man dann einfach weglassen, weil 15 Leute haben die geschaut, zumindest hier bei Anisearch. Also so eine niedrige Nummer habe ich schon lange nicht mehr gesehen für eine Serie, die offiziell verfügbar ist, die man legal streamen kann. Also ja, weiß ich nicht. Kann man drauf verzichten. Besonders, weil das auch eine so komplizierte Serie ist. Also das Ganze hängt hier irgendwie dann mit der Serie zusammen, mit der Serie, mit der Serie, mit der Serie ist die Fortsetzung und so weiter und so fort. Man hat hier scheinbar auch mal 10 Jahre oder 13, 12 Jahre Pause gemacht. Also weiß ich nicht, ob man so eine Serie in irgendeiner Weise lizenzieren sollte. Wie gesagt, ist immer gut, wenn sowas zu uns kommt, aber ob man das unbedingt dann als KSM lizenzieren sollte oder ob man die dann einfach Crunchyroll oder HiDive gibt, glaube, darauf kann man persönlich verzichten. Kommen wir dann jetzt zu den Serien, die man nur mit englischen Untertiteln bei Crunchyroll schauen kann. Eine Sorge, es gibt am Ende noch Anime mit deutschen Untertiteln, besonders unsere Harem-Serie, die unzensiert veröffentlicht wird. Aber ja, reden wir mal kurz über die Titel mit englischen Untertiteln. Bleib mal kurz erklärt, woran das liegt. Es liegt nicht daran, dass Crunchyroll irgendwie zu faul ist, die Serien zu übersetzen. Klar, wenn sie deutlich mehr Übersetzer hätten, dann könnten sie das auf jeden Fall machen. Es liegt aber einfach nur daran, dass man jetzt, weil wir bei dieser Beta-Version der Crunchyroll-Seite sind, dass man diese Serien jetzt auch sehen kann. Denn normalerweise wurden die immer nur auf der englischsprachigen Seite angezeigt. Für alle, die sich vielleicht noch dran erinnern, man konnte damals bei der vorherigen Seite von Crunchyroll, die nicht so in diesem Schwarzton war, sondern eher in dem Weißton, zumindest wenn man die Seite nicht groß verändert hat, konnte man hier die Sprache ändern. Und das war immer so ein Trick, den ich erklärt habe. Wenn du manche Serien, wie zum Beispiel, glaube ich, Gintama, da zusätzliche Folgen sehen wolltest, dann meistens mit englischen Untertiteln, musstest du hier die Sprache verändern. Das war dann, soweit ich das weiß, so, dass Crunchyroll, wenn man auf der deutschen Seite war, nur die Titel angezeigt hat, die man auch mit deutschen Untertiteln oder deutscher Synchro schauen kann. Jetzt hat man auch die Titel auf der Seite, die man mit englischen Untertiteln schauen kann, was ich auf jeden Fall nicht verkehrt finde. Dadurch wird es natürlich ein bisschen weniger übersichtlich, aber dadurch haben wir auch Zugriff ohne Probleme auch auf Titel, die man halt nicht mit deutschen Untertiteln schauen kann. Wir werden die Titel jetzt ein bisschen schneller durchgehen, außer Kaleidostar, denn der ist wirklich Hammer, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist einer der besten Sportserien ever, deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein. Er handelt von einem relativ berühmten Zirkus. Die gute Sora will natürlich in diesem Zirkus auch selber dran teilnehmen, denn sie hat als Kind eine Vorstellung davon gesehen, war begeistert und will jetzt auch mit 16 als Darstellerin da teilnehmen. Das Besondere an dieser Serie ist einfach der Folgenaufbau. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist am Anfang so, dass in jeder Folge ein ziemlich dramatisches Problem der guten Sora präsentiert wird und dies muss sie bis zum Ende der Folge lösen, denn sonst wird sie meistens aus dem Zirkus rausgeschmissen oder irgendwelche anderen Sachen passieren und sie schafft es irgendwie in der Folge dieses Problem zu lösen, über ihren eigenen Schatten zu springen, es zu schaffen, diese Übung zu vollziehen und so weiter und so fort. Und da hat man irgendwie ein schönes Gefühl dabei. Zuerst bist du wirklich dabei, dramatisch, oh mein Gott, wird sie es schaffen oder nicht, und am Ende der Folge schafft sie es. Das ist relativ typischer Folgenaufbau, aber Kaleidostar schafft es, das perfekt umzusetzen. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein, ist eine fantastische Serie, sollte man sich gönnen. Auch vielleicht zu empfehlen ist Guns Sword, ist so ein Sci-Fi-Western-Anime. Wie das zusammenhängt, müsst ihr schon selber reinschauen. Aber ja, ist ganz nett, kann mal reinschauen. Shangri-La muss ich dir ehrlich gesagt von abraten. Das Teaser-Bild sieht richtig nice aus, aber wenn man sich einfach mal die Vorschaubilder hier anschaut, so sieht das dann gar nicht mehr aus. Außer das hier, das geht in die Richtung, aber alle anderen Bilder sehen hier irgendwie deutlich schlechter aus. Deswegen, ich glaube, darauf kann man verzichten. Die Bewertung ist jetzt auch nicht wirklich so gut. Also, weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, andere Serien, wo man mal reinschauen sollte. Auch hier Puitier. Dazu kann ich auch ehrlich gesagt nichts sagen. Ich werde, wie gesagt, durch die Serien jetzt
ein bisschen schneller durchgehen. Wenn ich eine Serie überspringe, wo ihr sagt, oh mein Gott, die ist wirklich gut, da musst du reinschauen, Kaisen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann werde ich die mir mal anschauen und dann vielleicht in der Top-Liste, wenn sie mir auch gefällt, vorstellen. Dann kann ich das auf jeden Fall machen, aber ja. Sengoku Basara, so eine überdrehte Samurai-Serie. End of Judgment wirkt so wie die finale Staffel, aber die anderen Staffeln sind nicht verfügbar. Bei Anisearch ist es auch nicht so wirklich richtig eingetragen. Da wird das so als anderes bezeichnet, weiß ich nicht. Kann man sicherlich mal reinschauen, aber kann man auch, glaube ich, drauf verzichten. Dann Disgaea ist eine Videospieladaption. Keine Ahnung, ob die gut ist. Glass Fleet auch schlecht bewertet hier. Weiß ich nicht, ob das so dolle ist. Vielleicht wieder interessant. Das sieht cool aus. Desert Punk, so Postapokalypse, Western-mäßig. Könnte vielleicht ganz cool werden. Gaiva, unser Protagonist, schlüpft in so einen Anzug rein. Ja, vielleicht auch ganz nett. The Bio-Boosted Armor. Auch mit Mecha ist Get God. Wirkt auch wieder jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. 3,4 Sterne. Dann wäre da noch Blast Writer. Auch wieder mit Mecha, aber auch mit netten Mädels. Edgy-mäßig. Deutlich besser bewertet. Kann man vielleicht mal reinschauen. Kochoki wäre dann hier noch wieder mit Samurai und Knarren. Ja, Laughing Under the Clouds. Das Teaser-Bild sieht extrem cool aus. Aber alles andere, weiß ich nicht. Also, ich glaube, so gut ist die Serie nicht. Also von den Bewertungen ist sie jetzt auch nicht so dolle, aber das Teaserbild sieht fantastisch aus. Also lasst es mich gerne wissen, wenn der dann doch vielleicht besser ist als gedacht. Dann hier wieder ein Idol-Anime, Actors Song Connection. Vielleicht wieder interessant, Chronos Ruler. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus von den Animationen her. Eine Serie, die ich dir dann doch noch empfehlen will, ist Bureau of Paranormal Investigation. Das große Problem vielleicht von der Serie ist, dass sie auf Chinesisch ist. Und das ist natürlich so ein kleines Problemchen, denn für alle, die Japanisch gewöhnt sind und dann schon einige Wörter auf Japanisch verstehen, dieses typische Sensei, dieses typische Konbanwa, da ist dann sowas dann wirklich eine ziemlich große Umstellung und ich bin ehrlich gesagt bei der zweiten Folge auch fast eingeschlafen, weil du musst ja die ganze Zeit nur lesen. Aber ich kann ja vielleicht mal kurz die Story erklären und zwar geht es um den guten La Shen. Der ist bei einer Spezialeinheit und die versucht jetzt einen Drogendeal aufzudecken beziehungsweise ein Drogenversteck zu finden. Sind sie dann im Dschungel unterwegs, finden da irgendwie das Versteck, aber da gibt es dann auch übernatürliche Wesen und in letzter Sekunde werden sie dann von dem guten Randy Wu gerettet. Übrigens die Namen komplett falsch ausgesprochen, kann ich mir ohne Frage vorstellen. Und jetzt, weil unser Protagonist auch besondere Fähigkeiten hat, ist er mit der guten Lui Bai in einer Einheit für übernatürliche Fälle. Sieht von den Animationen überraschend gut aus, besonders der Wechsel von 2D und 3D ist echt ziemlich gut, also das merkst du fast gar nicht. Die machen das auch regelmäßig, also die sind wirklich selbstbewusst in der Hinsicht. Die haben damit in gewisser Weise kein Problem, das zu machen. Das ist nicht so, ja, wir mussten das jetzt machen, weil wir es nicht anders hinbekommen hätten, sondern nö, wir machen das einfach regelmäßig und es wirkt auch cool. Deswegen, allein deswegen lohnt es sich schon in die Serie reinzuschauen. Wird wöchentlich bei Crunchyroll veröffentlicht. Aber ja, schaut da mal rein. Gibt der Serie vielleicht selber mal eine Chance, dann werdet ihr sehen, ob euch das zu sehr auf die Nerven geht mit Chinesisch oder ob ihr euch da vielleicht doch dann schneller dran gewöhnt als gedacht. Kommen wir dann jetzt nun zu unserer Harem-Serie, die unzensiert erscheint. Denn das Schöne ist nämlich, das erkläre ich ja immer wieder, dass das so ein kleiner Tipp ist, und zwar, eine Edgy-Serie ist meistens in der OMU-Variante bei Crunchyroll zensiert. Aber wenn er mit deutscher Synchro erscheint, dann gibt es die Serie unzensiert. Deswegen. Also, wer Bock hat auf eine ziemlich explizite Edgy-Serie, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Deswegen will ich sie dir auch noch etwas genauer vorstellen. Es geht nämlich darum, dass der gute Kizuna an eine Schule beordert wird von seiner Schwester. Das ist so eine Schule, wo halt Soldaten ausgebildet werden, um gegen solche Mecha-Roboter aus einer anderen Welt anzutreten. Er trifft relativ schnell auf die gute eine. Die kämpft gerade gegen solche Roboter, wird aber besiegt, verliert ihre Kräfte, trifft dann auf unseren Protagonisten und wird durch ihn, durch besondere Sachen motiviert, weiter zu machen, beziehungsweise ihre Kräfte wieder aufgeladen. Man kann es sich schon denken durch Edgy-Szenen und das ist dann schon ganz schön explizit. Es gibt dann auch andere Mädels, wer darauf Bock hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist eine super Harem-Action-Serie. Erwartet von der Story nix, schaut dir nur wegen den Edgy-Szenen, dann sollte das, glaube ich, ganz cool werden. Für noch mehr Videos zu Crunchyroll, klicke auf die Playlist oben rechts. Und wenn du wissen willst, wo du noch mehr Anime legal streamen kannst, dann klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime wirst du dir von Crunchyroll anschauen? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drück auf den Gefallen-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!